Moj posao je najljepši posao na svijetu. Putujem i istražujem sve što me zanima. A najviše folklor i tradicijsku kulturu, našu, hrvatsku, ali i onu drugih naroda, Europe i svijeta. Imam nekoliko adresa, ali kad mislim da je moj pravi dom moj automobil. Kad sam u Zagrebu, ne propuštam uživati u šetnji gradom. Ovog puta idem na tržnicu Dolac jer ću se sresti s Miroslavom Pupićem, glasnogovornikom tržnica grada Zagreba. On ima zanimljiva saznanja o predmetu mog istraživanja. Predmetu kojeg svi poznajemo, ali malo o njemu znamo. A to je crveni šestinski kišobran, šestinska ambrela. Nekad sastavni dio šestinske narodne nošnje, danas simbol grada Zagreba. Jetzt ist alles oder nicht? Mann, fahrt da nochmal. Ich fahrst jetzt nicht. Weil das ist die einzige Fahrtkataloge. Tada. Warum Handschuhe? Ja, weil das sind Originale und die sind also schon einige Jahre alt und deshalb müssen wir sie auch konservatorisch richtig lagern in unseren Depots. Und wie gesagt, das würde also Fingerabdrücke hinterlassen und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das auch in säurefreiem Papier. Das schaut dann so aus, dieser Schirm. Also das ist jetzt ein auch roter Schirm mit den Streifen oben, also das ist alles. Und da eben sehr schön gemacht mit einer Messingmanschette. Mhm. Auch der Griff ist sehr schön. Also sicherlich um 1850 würde ich jetzt einmal sagen, also aus dieser Zeit in Rot.